Feurige Tests für Starship Flug 11 starten noch im September. Geschenkpapier für Starship. SpaceX stellt neuen Crunch-Wrap-Hitzeschutz vor. Florida im Starship-Clinch. Anwohner, Airlines und Biologen schlagen Alarm. ESA Aerospace meldet sich zurück. Hat Perseverance Spuren von Leben auf dem Mars entdeckt? Plato, Europas Exoplanetenjäger vor Folterkammer. Und ich treffe Michi Benthaus vor ihrem historischen Flug. Das und noch mehr schauen wir uns heute an. Herzlich willkommen zu Senkrechtstart, dein Space-Update auf Deutsch. In der Starbase in Süd-Texas läuft alles auf Hochtouren für den nächsten großen Meilenstein Starship-Flug 11. Booster 15, die bereits geflogene R-Stufe, wurde Anfang September für einen finalen Static-Fire auf Pad 1 vorbereitet. Der Test erfolgte dann am 7. September und war erfolgreich. Dieser Test war laut SpaceX der letzte Super-Heavy-Test in der bisherigen Konfiguration des Startkomplexes. Direkt im Anschluss wurde der Booster demontiert und ins Produktionsgelände zurückgebracht. Ja, mit klar sichtbaren Gebrauchsspuren. Parallel dazu startete SpaceX bereits die Vorbereitung der heißen Kampagne für Ship 38, also die Oberstufe für den nächsten Flug. Den Testadapter, liebevoll Starstool genannt, den hat man installiert, die temporäre Betankungsstruktur neu aufgebaut und das Pad für weitere Tests angepasst. Begleitend für diese Vorbereitung für Flug Nummer 11 wurde ein Raptor 3 Triebwerk, das ist ja für die nächste Generation von Starships, über 354 Sekunden lang getestet. Neuer Rekord und fast die komplette Brenndauer, die für einen Orbitalflug benötigt wird. Für uns Außenstehende sieht das alles sehr, sehr gut aus. Wenn die Regulatorik mitspielt, dann scheint ein Start Ende September tatsächlich realistisch. Der SpaceX-Chef Elon Musk hat beim All-In-Summit diese Woche für Aufmerksamkeit gesorgt. Er bekräftigte, das Ziel des Starships soll bereits im nächsten Jahr in der Lage sein, über 100 Tonnen Nutzlast in eine nützliche Umlaufbahn zu bringen und gleichzeitig vollständig wiederverwendbar sein. Also sowohl die Oberstufe als auch der Super Heavy Booster, die sollen zurückkehren, landen und erneut starten können. Musk sprach von einem gigantischen Upgrade im Vergleich zur aktuellen Block 2-Variante, warnte jedoch ausdrücklich vor möglichen Kinderkrankheiten bei der Einführung des neuen Designs in Version 3. Laut Musk ist der Schritt zu Block 3 mehr als ein inkrementelles Update. Block 3 soll einen grundlegenden Technologiesprung markieren. So soll die Hardware in Version 3 grundsätzlich zur Umsetzung der Marspläne von SpaceX in der Lage sein. Auch wenn die für SpaceX typischen Weiterentwicklungen vorhandener Systeme auch hier beim Starship in Version 3 nicht Halt machen sollen. Eine der größten Herausforderungen des Starships bleibt der Hitzeschild der Oberstufe. Nach dem 10. Starship-Testflug, da hat SpaceX zentrale Schwachstellen beim Hitzeschutz identifiziert und präsentiert bereits eine Lösung. Crunch Wrap, so nennen die Ingenieure ein neuartiges Material, das wie Geschenkpapier um die Kanten jeder einzelnen Hitzeschutzkachel gelegt und dann an der Oberseite abgetrimmt wird. Zweck, die bislang problematischen Spalten zwischen den Kacheln besser abdichten. Beim letzten Testflug, da war heißes Plasma durch diese Lücken gedrungen und hatte das darunterliegende Schutzmaterial teilweise weggebrannt. Dieser Hitzeschaden am sekundären System soll dann zu den sichtbaren weißen Flecken nahe der Spitze der Starship-Oberstufe geführt haben. Für Flug 11 will SpaceX nun das Crunch-Wrap-Verfahren auf die gesamte Unterseite ausweiten, was die Wiederverwendbarkeit von Starship langfristig sicherstellen soll. SpaceX ist Starship ja künftig auch in Florida starten, bis zu 44 Starts und genauso viele Landungen pro Jahr allein vom Kennedy Space Center. Doch was wie ein Quantensprung klingt, das ist für viele vor Ort ein Pulverfass. SpaceNews.com hat das Thema Umweltverträglichkeitsverfahren in einem Artikel genauer beleuchtet. Bis zu 2 Monate pro Jahr wäre ein beliebter Touristenstrand gesperrt. Nach Modellen der amerikanischen Flugaufsichtsbehörde FAA könnten über 40% der Menschen im Umfeld bei Nachtstarts von den Boosterlandungen aufwachen. Airlines, die warnen vor Verspätungen, Fischer vor Trümmern in Fanggründen, Biologen vor Schäden an der artenreichen Flora und Fauna. Ja, und die FAA, die will ja jetzt diesen Winter final entscheiden, ob sie diese Starts erlauben würde. Ein Satellit des US-amerikanischen Erdbeobachters Maxar hat bei Routineaufnahmen ein ungewöhnliches Bild eingefangen, das ich euch hier nicht vorenthalten möchte. Ein vorbeifliegender Starlink-Satellit. Während der Aufnahme des Fotos, da lag die Distanz zwischen den Satelliten bei nur 71 Kilometern. Umso größer war das relative Tempo von 1400 Meter pro Sekunde. General Manager von Maxar, Susan Hake, die das Bild auf LinkedIn veröffentlicht hat, schrieb: Im überfüllten Weltraum, da geht's nicht nur um die Vermeidung von Kollisionen, sondern auch darum zu verstehen, wie diese sich überschneidenden Fähigkeiten sowohl Chancen als auch Komplexitäten für die Missionsplanung mit sich bringen. Es geht also nicht nur um Weltraumschrott und Kollisionen im All, sondern auch darum, wie der Orbit für alle Beteiligten weiter nutzbar bleibt.
ESA Aerospace will Europas industrielle Raketenproduktion revolutionieren. Für ESA Aerospace ist klar, der wahre Engpass in der Raumfahrt, der liegt nicht bei der Technik, sondern bei der industriellen Skalierung. Im neuen Unternehmensfilm beschreibt das Unternehmen seine Antwort auf die globale Nachfrage nach dem Zugang zum All. Ein durchdachtes Gesamtsystem, das auf Skalierbarkeit und Eigenfertigung setzt. Die Spektrumrakete, die wurde von Beginn an für Massenproduktion konzipiert. 90% der Wertschöpfung sollen dabei in der eigenen Hand von ESA liegen. Teststände, Fertigung und Infrastruktur sind vollständig integriert. Das ermöglicht laut ESA nicht nur Tempo und Flexibilität, sondern auch Unabhängigkeit von externen Lieferketten. Für ESA ist klar, der Orbit ist nicht mehr nur Prestigezone, sondern das Eintrittsticket in einen Zukunftsmarkt mit globalem Potenzial. Jetzt muss es nur noch mit dem Start in den Orbit klappen. Der Lackmustest auf dem Weg zum Startanbieter. Damals, als ich schwerelos war, hoch oben über den Wolken, weit weg vom Boden, da habe ich den Merino Wool Knit getragen. Zwischen Himmel und Erde, da wurde mir schnell klar, dieser Schuh ist anders. Kein Drücken, kein Schwitzen, keine Kompromisse, nur pure Freiheit. Wieder zurück auf festem Boden habe ich Gießwein angeschrieben und von meiner Erfahrung geschwärmt. Ja, und die Begeisterung, die war gegenseitig und so wurde der österreichische Wollspezialist zum wichtigsten Werbepartner von Senkrechtstarter. Kein Wunder, bei diesem Produkt, da fällt mir die Werbung auch nicht schwer. Jetzt steht der Herbst vor der Tür, die Jahreszeit, in der sich das Wetter nicht so richtig festlegen will. Sonne, Regen, Wind, da hieß es für mich Back to the Roots. Der Merino Wool Knit, der ist bereit für alles. Der atmungsaktive Sneaker aus 3D-Merino-Strick, der passt sich deinem Tag an. Ob im Büro, beim Spaziergang, durch buntes Laub oder beim Toben mit den Kids auf dem Spielplatz. Die innovative Stricktechnologie, die sorgt für maximale Flexibilität und Bewegungsfreiheit, wenn sich der Schuh weich an deinen Fuß anschmiegt. Mit meinem Link und meinem Code bekommt ihr 20% auf das gesamte Gießwein-Sortiment. Die Merino-Wolle, die reguliert Temperatur und Feuchtigkeit auf natürliche Weise. Sie kann bis zu 33% ihres Eigengewichts an Feuchtigkeit aufnehmen und abtransportieren. So wird Schweiß schnell absorbiert und nach außen geleitet. Deine Füße, die bleiben trocken, warm und frisch den ganzen Tag über. Und das Beste, Merino ist nicht nur funktional, sondern auch nachhaltig. Die Wolle stammt ausschließlich von ausgewählten mulesingfreien Farmen und ist biologisch abbaubar, nachwachsend und umweltschonend. Große Empfehlung daher für Gießwein. Unter dem Video findet ihr meinen Link zum exklusiven 20% Deal auf das gesamte Sortiment. Space Launch Complex 14 in Florida, einst Ausgangspunkt für John Glenns historische Erdumrundung, lebt ein spektakuläres Comeback. Stoke Space errichtet dort in Rekordzeit ein neues Startzentrum für seine voll wiederverwendbare Nova-Rakete. Die Vision, ein Launchpad für häufige, schnelle Raketenstarts, optimiert für Wiederverwendung, nicht temporär, sondern dauerhaft. Mit der Nova, da geht's offensichtlich auch voran. Die strukturelle Qualifikation der zweiten Stufe der Nova, die ist abgeschlossen. Außerdem macht die Produktion der Flughardware Fortschritte. Das Zenit-Triebwerk für die erste Stufe, das macht eine sehr gute Figur. Und der transpirativ gekühlte Hitzschild für den Wiedereintritt der zweiten Stufe beflügelt die Fantasien, ob Stoke mit seinem Konzept der vollständigen Wiederverwendung vielleicht auf einem besseren Pfad ist als SpaceX mit dem Starship. Aber nicht nur auf der Erde erwarten Dinge aus dem All einen feuriger Ritt durch die Atmosphäre. Für mich eine der coolsten Raumfahrtmissionen ever. Die NASA will 2028 einen Multicopter zum Saturnmond Titan starten. Während der Mars-Helikopter Ingenuity mit der extrem dünnen Atmosphäre des Mars zu kämpfen hatte, herrschen für Rotorflug auf Titan nicht die schlechtesten Bedingungen. Die Atmosphäre des Titan, die ist auf der Oberfläche etwa 5-mal so dicht wie auf der Erde. Sie besteht überwiegend aus Stickstoff und enthält Kohlenwasserstoffe sowie Spuren anderer organischer Verbindungen. Ein Multicopter auf einem Saturnmond betreiben? Klar, dieses Vorhaben, das wurde nicht nur technisch, sondern auch organisatorisch zu einer Herausforderung. Statt der ursprünglich angesetzten und vermutlich nie realistischen 850 Millionen Dollar verschlingt die Mission mittlerweile 3,35 Milliarden Dollar. Nach seinem Critical Design Review im April ist Dragonfly jetzt auf Kurs und originalgroße Hardware wird für Windkanaltests vorbereitet. Aufgabe von Dragonfly, die Suche nach den chemischen Bausteinen des Lebens. Dragonfly soll gezielt Regionen untersuchen, in denen einst flüssiges Wasser existiert haben könnte, Bedingungen, wie sie auf der jungen Erde auch geherrscht haben sollen. Kleine grüne Männchen, sind's noch nicht? Aber die NASA und mehrere beteiligte Forschungsinstitute, die haben einen Fund vorgestellt, der dem jahrzehntelangen Traum vom Nachweis außerirdischen Lebens näher kommt als je zuvor. Aufnahmen und Analysen des Mars-Rovers Perseverance zeigen erstmals geologische Strukturen, die sich mit Spuren organischen Substanzen decken. Das untersuchte Gestein im Jezero-Krater, einem ehemaligen See, zeigen Leopardenmuster, ringförmige Muster mit mineralischen Anreichungen von Eisen, Phosphor und Schwefel.
Vergleichbare Strukturen entstehen auf der Erde durch mikrobielle Stoffwechselprozesse. Und genau diese Hypothese, die stützt jetzt auch das Peer-Review-Verfahren eines kürzlich erschienenen Nature-Artikels. Zugleich betont die NASA jedoch, es handelt sich um eine mögliche, aber keineswegs gesicherte Biosignatur. Die beobachteten Strukturen, die könnten auch auf chemischem Weg ohne biologische Beteiligung entstanden sein, obwohl es aktuell keine Anzeichen für die dafür nötigen Bedingungen gibt. Für eine abschließende Klärung, da ist die Rückführung der entnommenen Bohrkerne zur Erde nötig. Guter Zeitpunkt, um da Druck zu machen. Die geplante Mars Sample Return Mission, die steht ja auf der Kippe. Nach Budgetvorgaben der US-Regierung wird sie ja aktuell umgeplant. Die Suche nach Leben ist Kernziel der Mars-Erkundung und dieser Fund, der liefert erstmals das, was alle hoffen, eine plausible Spur. Vielleicht gelingt ja auch der ersten Crew der Nachweis von Leben auf unserem roten Nachbarn. Mars-Mission mit Crew, klar, das wäre technisch mit großem Abstand das anspruchsvollste, was in der Raumfahrt je versucht wurde. Aber auch menschlich, psychologisch wird das eine neue Herausforderung. Mit der Chapea-2-Mission, da beginnt am 19. Oktober ein weiteres Experiment, um das auf der Erde zu testen. 4 Freiwillige, Ross Elder, Alan Ellis, Matthew Montgomery und James Spicer, die beziehen das Habitat Mars Dune Alpha am Johnson Space Center in Houston. 378 Tage lang simulieren sie eine Langzeitmission mit möglichst realistischen Herausforderungen wie Isolation, Ressourcenknappheit, technischen Ausfällen und Funkverzögerungen. Ziel der NASA, das Gewinnen entscheidender Daten zur Gesundheit und Leistungsfähigkeit von Crews auf Langzeitflügen. Die Testumgebung, die umfasst auch Außenmissionen, Pflanzenzucht und Robotikeinsätze. Chapea liefert so wichtige Erkenntnisse, bevor Menschen wirklich zum Mars aufbrechen und testet zugleich Technologien für die Tiefraumforschung, darunter medizinische Systeme und Wassermanagement. Die Nutzung von Ressourcen im All, die wird in Zukunft ein Riesenthema. Blue Origin hat mit seinem Projekt Blue Alchemist einen wichtigen Durchbruch für die Nutzung von Mondressourcen vollzogen. Das System, das nutzt ein elektrolytisches Schmelzverfahren, um aus Mondregolith Sauerstoff, Metalle und hochreines Lithium zu gewinnen. Damit will Blue Origin auf dem Mond Solarzellen, Baustoffe und Treibstoffe erzeugen. Ziel ist eine autonome, nachhaltige Infrastruktur für dauerhafte Mondstationen. Blue Alchemist könnte so nicht nur die Kosten von Mondmissionen um bis zu 60% senken, sondern ermöglicht auch ein neues Verständnis von Raumfahrt. Kein Einwegabenteuer, sondern eine skalierbare, lebensfähige Präsenz im All. Unterstützung erhält das Projekt von der NASA im Rahmen des Tipping Point Programms. Ursprünglich sollte das SLS ja Astronauten, Lander, Fracht und Raumstationen zum Mond bringen. Ob diesseits oder jenseits des Atlantiks, die Politik liebt ja seit jeher die eierlegende Wollmilchsau. Die Realität der Kosten hat das Space Launch System schon lange eingeholt. Es gilt als teuerster Bestandteil des Artemis-Programms und in der aktuellen Version eigentlich als viel zu leistungsschwach. Nun könnte es einen Kompromiss geben, um die Kosten zu drücken. Anstelle eines kompletten Aus für die Rakete, wie von der Trump-Administration ursprünglich geplant, erwägen Weißes Haus und Kongress nun eine abgespeckte Variante. Der Bau der milliardenteuren Exploration Upper Stage EUS, die würde gestoppt, ebenso der verzögerte zweite Startturm. Stattdessen könnten leichtere Oberstufen wie die Centaur 5 von ULA oder eine modifizierte Blue Origin Stufe zum Einsatz kommen. Das würde SLS flugtauglich halten, mit existierender Infrastruktur und deutlich geringeren Ausgaben. Für NASA bedeutet das mehr Geld für andere Artemis-Bausteine. Politisch wäre es ein Balanceakt. Sparprogramm für die einen und Raketenerhalt für die anderen. SLS-Flug zum Mond, noch locker ein Jahr hin, aber andere Raketenstarts gab's die Woche natürlich. Am Montag, 8. September, da brachte China mit einer Jilong-3-Rakete eine weitere Gruppe von IoT-Satelliten für den Automobilbauer Geely ins All. Gestartet wurde wieder von einem schwimmenden Startschiff. Auch aus China ist am Dienstag, 9. September, mit einer Langmarsch 7A ein Aufklärungssatellit vom Typ Yaogan ins All gestartet. Am Mittwoch, 10. September, eine Falcon 9 brachte 21 Satelliten der Tranche 1 für die Space Development Agency in den Orbit. Insgesamt soll dieses Netzwerk für das Pentagon aus 126 Satelliten bestehen und weltweit verschlüsselte Datenverbindungen für das US-Militär bereitstellen. Diese Konstellation soll im Zwei-Jahres-Rhythmus mit neuen Tranches aktualisiert werden. Ein völlig neues Beschaffungsmodell für das Pentagon. Am Donnerstag, 11. September, erfolgreich von Baikonur ein Progressstart zur ISS. SpaceX brachte am Freitagmorgen von Cape Canaveral den indonesischen Telekommunikationssatelliten Nusantara Lima in den Orbit. Am Samstagmorgen startete eine russische Soyuz mit einem neuen Glosnask K1 Navigationssatelliten vom Kosmodrom Plesetsk. Und der Wochenabschluss war dann voraussichtlich am Samstagabend SpaceX mit dem nächsten Starlink-Start aus Kalifornien.
Ist noch ein bisschen hin bis zum Start, aber der nächste große Schritt für Europas Suche nach fremden Welten ist gemacht. Das Weltraumteleskop Plato ist wohlbehalten im ESA-Technologiezentrum ESTEC in den Niederlanden eingetroffen. Per Schiff kam der empfindliche Satellit über den Rhein in Nordwijk an, ein logistisch anspruchsvolles Unterfangen, denn Plato zählt zu den ambitioniertesten Wissenschaftsmissionen der ESA. In den kommenden Monaten wird das Teleskop in Nordwijk mit Solarpanelen und einem gewaltigen Sonnenschutz ausgestattet. Danach folgt die Prüfung in Europas größter Vakuumkammer einschließlich Sonnensimulator. Hier wird dann unter extremen Temperatur- und Druckbedingungen die Weltraumtauglichkeit getestet. Plato soll im Dezember 2026 mit einer Ariane 6 von Kourou aus starten, um ferne Planetensysteme zu beobachten. Dabei überwacht es tausende Sterne gleichzeitig auf winzige Helligkeitsschwankungen, um erdähnliche Planeten in habitablen Zonen aufzuspüren. Deutschland trägt maßgeblich zur Mission bei, erstmal über den ESA-Beitrag und direkte Förderung durch die Raumfahrtagentur des DLR mit Bundesmitteln. Apropos Niederlande. Ich hatte ja schon in den letzten News verraten, dass ich dorthin gefahren bin. Anlass der Reise war nicht Plato, sondern ein Besuch bei Michi Benthaus, die dort für die ESA arbeitet. Michi, die sitzt seit einem Mountainbike-Unfall querschnittsgelähmt im Rollstuhl, was sie aber nie davon abgehalten hat, von einer Reise ins All zu träumen. Und dieser Traum wird jetzt Realität. Sie wird der erste Mensch mit schwerer Behinderung, die die Grenze zum Weltraum überschreitet. Sie wird mit Blue Origin ins All fliegen und damit auf jeden Fall Millionen von Menschen mit oder ohne Behinderung inspirieren. Ich habe mit ihr und einem Überraschungsgast gesprochen. Wer das ist, das wird noch nicht verraten. Mein Interview mit Michi und Mr. X erscheint diese Woche am Mittwoch als Live-Premiere. Da könnt ihr dann live mitchatten und Michi eure Fragen stellen. Verlinke ich euch unter dem Video. Selbst die bestgeklicktesten Außeneinsätze und Interviews, die spielen nicht so viel Geld ein, dass ich solche Außeneinsätze unternehmen kann, also dass die allein die Reisekosten einspielen. Dass ich diese Reisen trotzdem unternehmen kann, das verdanken wir alle den Senkrechtstarter Schutzengeln. Das sind ja die Menschen, die den Kanal regelmäßig monetär unterstützen. Vielen, vielen, vielen Dank für euren Rückhalt. Ja, wenn auch du aktiv mithelfen möchtest, den deutschen Sprachraum für Raumfahrt zu begeistern oder dass ich solche Außeneinsätze unternehmen kann, genau, unter dem Video, da ist ein Link zur YouTube-Kanalmitgliedschaft. Als kleines Dankeschön gibt es dann ja alle Videos vorab und ohne Werbung. Vielen Dank. Lass uns noch kurz auf die Starts der kommenden Woche schauen. Die Woche beginnt gleich in der Nacht zum Montag mit einem Frachtflug zur ISS. Eine Falcon 9 bringt am 15. September das Cygnus-Raumschiff NG-23 ins All. Kurz darauf, da folgt China mit einer Langmarsch 2C von Jingquan. Nutzer, das ist mir nicht bekannt. Am Mittwoch startet SpaceX von Vandenberg Starlinks. Und der Donnerstag, da gibt es zwei Starts. Einen Starlink-Start von Cape Canaveral und für den Nachmittag plant Blue Origin den Start der suborbitalen New Shepard. Den New Shepard-Start, den schaue ich mir ganz genau an. Ich überlege nämlich, ob ich Michis Start aus nächster Nähe schaue und sie nach Texas begleite. Schreibt mal, ob ihr das eine gute Idee findet, gerne in den Kommentaren. Du suchst nach Schuhen für den Herbst? Mit meinem Link und meinem Code bekommst du 20% auf das gesamte Gießwein-Sortiment. Findest du auch unten in der Videobeschreibung. Ich hoffe, die News haben dir wieder gefallen. Wenn ja, den Like nicht vergessen. Ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Immer schön senkrecht bleiben. Dein Mo.